Das Francis-Röhrenradio für Kurzwelle wurde dieses Jahr neu aufgelegt, nach einer längeren Pause. Und ich wollte das jetzt mal ausprobieren, um zu sehen, wie sich das jetzt so macht. Denn in den letzten Jahren ist es auf der Kurzwelle immer dünner geworden. Heute Mittag habe ich mal probiert, da konnte ich nur hier im oberen Bereich starke Rundfunksender finden. Und jetzt ist es 6:30 am Abend. Die Sonne geht bald unter und da wandert der Schwerpunkt der Aktivität weiter nach unten, also weiter in den Bereich, den ich hiermit gut empfangen kann. Also erster Tipp, wenn man damit Spaß haben will, dann bitte nur am Abend. So, ich habe hier jetzt mal meine beste Antenne dran. Das ist ein Dipol, der im Garten hängt mit 2x7,5 Meter, optimiert für 10 MHz. Das hat man normalerweise nicht. Ich probiere nachher aber nochmal eine ganz einfache Antenne aus. So, mal sehen, was hier zu hören ist. Ich drehe die Rückkopplung ein bisschen auf. Ja, schon was. Also man kann mit angezogener Rückkopplung erstmal gucken, wo es pfeift und dann gucken, was das für eine Station ist. Also im 49 Meter Band ist gerade nicht viel los, aber weiter oben schon. Das sind jetzt gerade sehr schwache Stationen im 41 Meter Band. Aber damit hätte auch ein sehr guter Empfänger seine Probleme, weil die im Rauschen untergehen. Ich muss immer die Rückkopplung gerade so möglichst scharf einstellen, damit da das Beste rausgeholt wird. Aber auf den höheren Bändern, da ist was los. Il y a 8 ans, l'organisation Mare Nostrum de Constanza, sud-est du pays, a démarré un ample programme de collecte de l'huile ménagère usagée. Das ist wohl Radio Rumänien, einer der letzten europäischen Sender, die aktiv sind. Und den finde ich weiter oben noch mal stärker, glaube ich. D'habitants de la ville de Constanza. Ils collectent l'huile de friture dans des bouteilles en plastique ou dans des bocaux en verre et l'amènent au siège de Mare Nostrum. So, jetzt gehe ich mal von oben nach unten systematisch durch und versuche mal rauszufinden, wie viele Sender ich einigermaßen klar empfangen kann, jetzt mit dieser guten Antenne. Placer des femmes de ménage à travers la Chine, un réseau national pour les femmes de ménage, mais d'une manière. Zor, ahi,
padişahların ahududu bahçesiymiş. Masal gibi değil mi? Oysa masal anlatmıyorum. Masal gibi diyarlar sesleniyor bizleri yıllar, yüzyıllar öncesinden. Bu bahçeler Bursa'da. Also hier unten ist im Moment nichts los, unter 6 MHz, aber man sieht schon, dass ich hier auch die allerschwächsten Sender rauskitzeln kann, wenn ich die Rückkopplung sehr, sehr scharf einstelle. Da steigt gleichzeitig die Verstärkung enorm an und die Bandbreite sinkt ab, das heißt, das Ding wird richtig trennscharf. So meine Erfahrung und die anderer Nutzer ist, dass man hiermit eigentlich genau dasselbe erreichen kann wie mit einem Superhead mit ordentlichen Filtern. So, ich möchte nochmal zeigen, wie das jetzt mit einer schlechteren Antenne ist. Und zwar, ich nehme hier einfach mal zwei Krokokabel zusammen und die schließe ich mal hier an und dann, die hängen jetzt hier nur so rum. Jetzt gucke ich mal, ob damit überhaupt schon was zu machen ist. Man sieht, es ist weniger, man bekommt nicht so viele Sender klar rein. Es ist verrauschter und insgesamt auch leiser. Außerdem ist das Radio damit ein bisschen handempfindlich, also die Frequenz ändert sich, wenn ich hier meine Hände bewege. Aber wenn ich das dann noch erde, dann wird es wieder besser. Ich nehme mal hier das Messkabel von meinem Oszilloskop, das hat eine Erde, die am Schutzleiter verbunden ist. Und damit ist es jetzt geerdet, damit ist es weniger empfindlich auf Bewegung. Und gleichzeitig wirkt die Antenne ein bisschen besser. Gucken, was jetzt rauskommt. Iran, wenn ich das richtig gehört habe. Thank you.
Ja, das Ergebnis ist eindeutig. Mit der kurzen Innenantenne ist natürlich nicht so viel zu empfangen wie mit einer schönen Außenantenne, die sogar möglichst weit vom Haus abgespannt wurde. Aber man kann nach Sonnenuntergang viele interessante Stationen hören und das Radio erfüllt seinen Zweck. Ja, in dem Sinne, guten Empfang.